Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Vorsicht, UF ist 199 Euro, entsprechend sich bitte nicht abzocken lassen und mehr als die UF zahlen. Sehr unseriös von machen dritte Anbietern. Ich habe nun jede Generation der Philips Hue Leuchten besessen. Gerade letztes Jahr habe ich mir die damals aktuelle Version erworben und nehme vorweg, jetzt mit der alten Version ein Schnäppchen machen ist auch nicht verkehrt. Während die erste Generation der Philips Hue Birne 9 Watt hatte, brachte die letztjährige 10 Watt somit je nach Weißton auch deutlich helleres Licht. Die Farben, insbesondere Blau und Grün, waren etwas satter. Und was ist nun neu? Plus Verpackung gleich dem alten Starter-Kit plus drei Birnen, deren Fassung nun weiß sind mit goldfarbenen Aufdruck Hue White and Color plus die bereits in der letzten Generation aktualisierte Hue Bridge 2.0, HomeKit kompatibel plus LAN-Kabel. Was hat sich geändert? Plus die Lampen haben eine neue Fassung, sind weder schwerer noch sonderlich leichter geworden. Plus weiterhin 10 Watt plus die neuen Birnen haben nun statt 800 Lumen je 806 Lumen. An der Helligkeit wird man also nichts merken. Plus HomeKit, da nach einer gefühlten Ewigkeit nun die Home-App von Apple auf dem iPhone/iPad angekommen ist, lässt sich diese durch die Kompatibilität mit der Hue Bridge perfekt auch für die Steuerung der Hue-Leuchten verwenden. Ebsen von Siri. Siri, dimme die Lampen im Wohnzimmer um 50%, aktiviere Film und so weiter. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.